Hi E-Bike-Tuner, ich höre beim E-Bike-Fahren gerne Musik und muss auch meine Ohren bei kaltem Wind schützen, weil ich sonst immer Ohrenschmerzen bekomme. Und früher habe ich diese kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörer verwendet. Und das Problem bei denen ist, dass sie nach einer Weile immer wieder rausfliegen aus dem Ohr. Erstens, weil es einen Zug am Kabel gibt und zweitens, weil die Luft auch im Ohr komprimiert wird und dann drückt es die raus. Deswegen habe ich auch gar keine Lust mehr auf kabelgebundene Kopfhörer. Da habe ich mir die AirPods geholt und die funktionieren echt gut. Die bleiben auch im Ohr, die sind sehr fest im Ohr, die kann ich den ganzen Tag im Ohr haben. Die Qualität ist ausreichend und die Bedienung mit dem iPhone ist einfach perfekt. Besser gibt es das eigentlich nicht. Das Problem bei denen ist, dass die das Ohr nicht abdichten. Das heißt, man kriegt beim E-Bike-Fahren die kompletten Windgeräusche mit und man muss dann, wenn man was hören will an Musik, dann muss man die Lautstärke ganz hochdrehen. Das sind jetzt die zweiten AirPods, aber bei denen habe ich jetzt auch wieder das Problem gehabt, dass Kopfhörer einfach nicht laden. Also bei mir wurde der linke ausgetauscht und das Ladecase und der rechte ist jetzt noch der alte. Bei den ersten AirPods war es genau das gleiche. Ist ein allgemeines Problem und ich habe auch die Kontakte drin gereinigt mit Kontaktreiniger, hat alles nicht geholfen. Das war das Problem mit denen und die AirPods Pro, die dichten jetzt das Ohr ab, so dass man praktisch nichts hört. Das verbindet praktisch beides, ne? In ihr drahtlose Kopfhörer. Und die sind auch genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich tue die rein, die fallen nicht raus, die bleiben im Ohr. Es gibt keinen Druck im Ohr, weil es einen Druckausgleich gibt. Der Akku hält ewig, 4, 5 Stunden. Und dieses Active Noise Cancelling können Sie sich praktisch komplett abkapseln von der Außenwelt. Also Verkehr wird sehr stark gedämpft. Windgeräusche bleiben noch da, aber die sind nicht so stark. Ne? Auch geht der Wind nicht ins Ohr wie bei den AirPods. Bei denen habe ich jetzt nach 3 Monaten auch wieder das Problem, dass die jetzt anfangen zu spinnen mit dem Laden. Also ich tue sie rein, die laden nicht. Jetzt funktioniert es natürlich. Aber hatte ich mit dem rechten das Problem, mit dem linken habe ich das Problem gehabt. Und leider habe ich jetzt keine Zusatzversicherung gemacht. Die muss man innerhalb von 60 Tagen machen. Hätte ich im Nachhinein machen sollen, weil ich merke, die halten. Also innerhalb eines Jahres muss ich die austauschen lassen, weil das wird nichts. Also, das ist meine Kaufempfehlung. Verbindet alles, was ich haben möchte. Lange Akkulaufzeit. Auch wenn ich beim E-Bike-Fahren telefoniere, die Leute merken gar nicht, dass ich E-Bike fahre. Schirmt ab, schützt die Ohren, bleiben im Ohr. Zwar nicht so gut wie die hier, weil die eben viel weiter aus dem Ohr rausragen und da kann man eben, wenn man jetzt irgendwie eine Mütze hat oder ja, dann reibt es, also dann könnte es rausfallen, wenn man sich da jetzt den Kopf bewegt. Aber ansonsten sind die wirklich sehr fest, man kann den ganzen Tag drin haben. Okay, danke fürs Zuschauen.